Auch ich möchte jetzt zum Schluss im Grunde nochmal alle begrüßen. Wir haben ja am Wetter eigentlich alles gehabt. Wir haben auch kräftigen Regen gehabt, insbesondere in Salzburg. Heute Morgen habe ich noch gedacht, ob das hier draußen wohl was wert. Und dafür jetzt die tolle Sonne. Der liebe Gott ist doch bei uns. Wir haben viele sehr schöne Fohlen gesehen. Sehen auch hier noch tolle Hengste. Und trotzdem ist das immer nur eine Momentaufnahme. Auch wer sein Fohlen nicht prämiert, wie sich hat, muss nicht unglücklich sein. Es gibt auch gekürte Hengste, die als Fohlen nicht prämiert waren. Wir haben Staatsprämienstuten, Siegerhengste sogar, sagt der Bündnis. Staatsprämienstuten, die nicht prämiert waren. Und auch in Aachen laufen sicherlich an diesem Wochenende Pferde, die keine Prämie bekommen haben. Für Dithmarschen gilt, in Aachen gehen 31 Holsteiner Pferde, 10 davon sind gezogen in Dithmarschen. Und dann, finde ich, ist das schon einen Applaus wert. Das ist schon eine Leistung. Ein Drittel im Grunde der Pferde, die in Aachen gehen, kommen aus Dithmarschen, jedenfalls der Holsteiner Pferde. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich bei unseren Sponsoren, ohne die das Ganze jedenfalls schwieriger wäre. Und bei unserer Kommission, Christian Thorö hat uns alle 3 Tage begleitet. Der hat das hier durchgezogen, das finde ich klasse. Sonst hatten wir ein bisschen Wechsel, aber auch das war okay und in Ordnung. Dr. Nissen heute, dass er hierher gekommen ist, der hat heute Morgen noch einen ganz wichtigen anderen Termin. Und ist doch heute Nachmittag hier hergekommen. Vielen Dank. Vielen Dank an den Mahner Verein, dass sie uns diesen Platz immer zur Verfügung stellen. Trotz des ganzen Regens, finde ich, ist das ein super Platz. Besser kann es nicht sein. Allen Brennplatzbetreibern, dass sie sich immer die Mühe machen. Unseren Jungzüchtern, die Stuten hier vormustern und auch das nicht immer ganz leicht haben. Und allen Helfern, die beim Aufbauen geholfen haben. Und ich hoffe auch einigen, die beim Abbau helfen. So, und jetzt kommen wir zur Prämierung und zum Siegerfohlen der Hengstfohlen. Ja, vielen Dank, Silke Zuber. Wir kommen immer alle gern nach Dithmarschen, weil es hier nette Menschen und tolle Pferde gibt. Und so auch jetzt hier im Championat. Bevor wir zu den Fohlen kommen, möchten wir einmal Katrin Kroth bitten, hier vorne herzukommen. Denn es ist ja eine Tradition in Dithmarschen, dass ein Vorführer oder eine Vorführerin ausgezeichnet wird, die über alle Tage hier in vorbildlicher Weise die Fohlen bzw. die Stuten mit den Fohlen vorstellen. Und das hat Katrin Kroth ja in diesem Jahr, aber auch schon über viele Jahre in vorbildlicher Weise gemacht. Sie hat sich ja schon sehr engagiert bei den Jungzüchtern und macht das Ganze heute sehr professionell weiter. Und dafür sind wir ihr sehr dankbar. Und der Kürbezirk möchte das mit einem Sonderehrenpreis, dem Pokal, ehren. Und Silke Zuber wird jetzt Katrin Kroth hier den Pokal überreichen. Ja, denn Sie alle wissen, die Pferde und die tollen Fohlen, das ist das eine, aber sie auch in Szene setzen zu können, herausbringen, vorstellen, dass bei jedem Wind und Wetter, das ist das andere. Und da muss ich sagen, wir auch vom Holsteiner Verband sind sehr glücklich und stolz darüber, dass wir so viele gute junge Züchter und Jungzüchter haben, die bereit sind, hier die Fohlen vorzustellen. Es gibt auch eine Gruppe von Jungzüchtern, die auch in die Kürbezirke reisen, wo die Jungzüchter etwas schwach besetzt sind und unterstützen diese. Das ist eine ganz, ganz tolle Initiative und ich denke, das kennzeichnet auch unseren guten Zusammenhalt in der Holsteiner Familie. So, herzlichen Glückwunsch noch einmal, Katrin Kroth. So, nun kommen wir zu den Hengstfohlen und da bitten wir zunächst einmal die Nummer 43 hier vorne Aufstellung zu nehmen. Das ist Platz 5 heute im Championat der Hengstfohlen.
Das ist ein Dinkensohn aus der Tiola von Cassini 1, Quantum, Lesanto, Caluzzo 2. Züchter und Besitzer ist Manfred Jüngling aus Hemmingstedt, der bitte einmal zu seinen Fohlen kommt. Gut, dieses Fohlen fiel auf durch seinen großen Rahmen. Das Fohlen ist schon 3 Monate alt, eigentlich in einem idealen Alter. Ist zu beurteilen, großer Rahmen, langbeinig, deutliches Rechteck hier erkennbar dabei, aber sehr typvoll, schön geprägt hier über auch die Vererbung des Hengstes Dinken, diesen Diarado-Sohn. Sehr auffallend mit Fohlen auch in diesem Jahr wieder dabei. Locker und sehr sportlich in der Bewegung, kann sehr gut auch den Takt schon halten, dieses Fohlen. Hat uns sehr überzeugt. 1298, bekannte Mutterlinie hier in Dithmarschen. Rundum sehr gelungen. Herzlichen Glückwunsch, Manfred Jüngling. Und es gibt einen Geldpreis wieder der Dithmarscher Sparkasse und einen St. Müsli der Firma Stöfen aus Wesselburen, überbracht von Silke Zuber. Herzlichen Glückwunsch. So, auf Platz 4 steht in diesem Jahr die Programmnummer 67. 67, bitte einmal hier Aufstellung nehmen. Das ist ein Sohn des Kriberi aus der Fonella von Kuhlmann, Contender Landgraf Raimond. Züchterbesitzer ist Tim Peters aus Bargenstedt, hier vorgestellt von seiner Frau Nicole, aus dem Stamm 890, ja, eine der wertvollsten Mutterlinien. Kasall, das Aushängeschild momentan dieses Stammes. Dieses Fohlen bunt gezeichnet hier über Kriberi an Kopf und Bein, sehr auffällig, dabei enormer Typ mit ganz viel Linie schon, im Hinterbein noch nicht so ganz gerade im Sprunggelenk gezogen, das wird noch kommen, aber ein Sportler durch und durch, erkennbar hier mit Antritt, keckes Auftreten, gute Übersetzung, kann auch den Takt halten, also ein ganz tolles Fohlen mit sicher großer sportlicher Zukunft. Herzlichen Glückwunsch an Tim Peters. Gibt auch wieder den Geldpreis der Dithmarscher Sparkasse und Futter Müsli der Firma Stöfen aus Wesselburen. So, dann Platz 3, zweiter Reservesieg geht an die 71. 71. Jetzt Ritters zum zweiten, ein Brandsau-Sohn aus der Asketta von Casal Concerto 2 Fra Diavolo Corte La Brière. Züchterbesitzer Jens Ritters in Krummstedt, wiederum sein Stamm 730b. Die Information hatte ich schon bei dem tollen Hengstfohlen gegeben. Hier auch ein sehr typstarkes Fohlen, das auch 3 Monate dafür gut entwickelt. Größe, Rahmen, das stimmt. Sehr edel geprägt, dieses Fohlen auch sehr sportlich. Über den Balobé de Roué Sohn Brandsau, der ja seinen ersten Fohlenjahrgang stellt und sehr auffallende Fohlen schon in den Körbezirken uns geliefert hat. Dieser sportliche Auftritt auch hier bei diesem Sohn deutlich erkennbar. Guter Motor, also deutet auch hier etwas Besonderes an in Richtung Sportlichkeit. Herzlichen Glückwunsch Jens Ritters und es gibt einen Geldpreis der Dithmarscher Sparkasse und von Mustang Media, Matthäus Gundlach, wieder eine DVD hier vom Championat in Mahne. Herzlichen Glückwunsch. So, der Reservesieg geht in den Nachtrag, und zwar die 272. Kommt bitte einmal zu uns, 272, das ist ein Cascadello 2-Sohn aus der Ariel von Lordanos, Sir Shostakovich, Capuzzo 1 Capitano, Züchterbesitzer Heiko Binder aus Scharfstedt, den wir ja auch bei den Stubfohlen schon ausgezeichnet haben. Hier auch ein noch sehr junges Fohlen, 4 Wochen alt. Enorm typvoll wieder, super Gesicht dieses Fohlen, sehr schön gelungen,
die Kombination hier von Cascadello 2 zu Laudanus und hinten den wichtig Pedigree zu habenden Vollblüter. Auch in der Bewegung sehr schön übersetzt dieses Fohlen. Gut im Takt, herrlichen Ablauf, schön bergauf, also so wie man sich einen Sportler vorstellt. Aus dem 776er Stamm, das ist ja einer der größten Stämme, größte Mutterlinie Holsteins, Brahemannscher Stutenstamm. Dieser Zweig vom 776er aber schon über einige Generationen, Stutengenerationen bei Heiko Bündner in Scharfstedt. Herzlichen Glückwunsch und es gibt einen Geldpreis und einen Gutschein von White Horse Sarah Arendt zu überreichen. So, meine Damen und Herren, jetzt erwarten wir die 31 hier vorne. Das ist unser Siegerfohlen, das in diesem Jahr abstammt vom Sport- und Zuchtstar Casal aus der Bruna Bruni von Cassini 1, Marinello Lord Marlon. Züchter und Besitzer ist Tede Frellesen aus Otterade. Auch ein Urgestein hier in Dithmarschen, immer mit erfolgreichen Pferden dabei und so in diesem Jahr den Sieg der Hengstfohlen aus seinem Stamm 1228. Ja, hier zurückgehend auf die Marlon-Stute Pasadena, an die wir uns noch alle erinnern, war ja Staatsprämienstute ihres Jahrganges, ist viele, viele Jahre her. Jetzt hier ein gewaltiger Typ mit diesem Fohlen, das erst anderthalb Monate alt ist, aber sich enorm entwickelt, präsentiert, so wunderbar bergauf konstruiert, dass es in der Bewegung schwebt, kann man sagen, mit super Antritt und immer im Takt, große Übersetzung mit sehr viel Schub und Schwung auch und dabei langbeinig mit viel Linie, also so wie man sich ein Spitzenfohlen vorstellt. Den würden wir natürlich gerne in zwei Jahren in Neumünster, wie vielleicht auch manch anderen hier aus dem Endring, wiedersehen. Herzlichen Glückwunsch, Tede Frellesen. Es gibt einen Deckgeldgutschein der Station Völz aus Wien-Bütte, vorher Wörden. Ein Versicherungsgutschein der R&V VTV. Generalvertreter ist Alexander Kuschel, der diesen Preis hier selbst an Tede Frellesen überreicht und natürlich den Ehrenpreis und die Glückwünsche des Kürbiszirkels überreicht von Silke Zuber. So, nun haben wir auch alles im Foto festgehalten. Toller Erfolg für Tede Frellesen, der hier, wie gesagt, über viele Stufengenerationen schon dabei ist, sich auch sehr im Kürbiszirk engagiert und heute ganz vorne hier mit seinem Casal-Sohn steht. So, das ist die Rangierung. Wir würden wieder alle bitten, etwas in die Mitte zu rücken, den Umschlag frei zu machen. Und dann können wir beginnen mit der 43. Das ist Platz 5. Dinken Cassini 1 Quantum von Manfred Jüngling aus Hemmingstedt. So, das ist unser Platz 5, die 43, Dinken Cassini Sohn. Es folgt die 47 auf Platz 4. 67, Kriberie, Coolman Contender aus der Zucht und im Besitz von Tim Peters in Bargen steht, heute auf Platz 4. Und
Das dritte Reservesiegerhengst Fohlen, Platz 3 ist die 71. Brandshausen, Casal, Concerto Fra Diavolo, vorgestellt unter Besitz von Jens Ritters aus Krummstedt. So, und unser jüngster Teilnehmer hier im Championat, 172, ein Cascatello 2 Sohn, Lordano Sir Shostakovich, Züchter und Besitzer ist Heiko Büttner aus Scharfstedt. So, zum Schluss freuen wir uns auf die Runde unseres Siegers mit der Programm Nummer 31, Casal, Cassini 1, Barrichello Lord, Züchterbesitzer ist Kevin Pellersen aus Etterade und an der Hand der eben geehrten Vorführerin Katrin Krohn. So, meine Damen und Herren, mit diesem schönen Bild wollen wir uns verabschieden hier vom Fohlen-Championat in Mahne. Wir wünschen Ihnen allen eine gute Heimreise. Kommen Sie gut nach Hause und besuchen Sie uns nächste Woche alle in Nordfriesland. Da geht es nicht weiter.